Hallo zusammen, wir können diese Box nicht mehr fertigen, weil uns die Steuerelektronik von Danfoss fehlt. Oder Seco. Es gibt verschiedene Steuerungen, und zwar ist das die Standardsteuerung 101N0212 und das ist die 101N0290. Es gibt noch die Ersatzelektronik, der Nachfolger, der 390er, der ist bestellt seit Juni letztes Jahr. Die erste Auftragsbestätigung war im September. Der Termin wurde verschoben auf Dezember letztes Jahr. Und jetzt haben wir keinen Liefertermin mehr. Also wir können nicht planen, wir können wissen nicht, wann wir diese Steuerung kriegen. Und somit können wir auch keine Boxen mehr bauen. Das ist nicht unsere Standardkühlbox, sondern das ist die GT. Was ist der Unterschied zwischen der Standardkühlbox und der GT? In dieser Box gefriert der Wodka. Diese Box macht minus 35 Grad. Diese Box hier macht bei plus 50 Grad außen immer noch unter minus 20 Grad Celsius. Das packt keine andere Box, die es auf dem Markt gibt. Standard ist in der normalen Version, also nur die 46S, die auch ziemlich weniger kostet, ist dieser Kompressor, der BD35, verbaut, aber mit einer anderen Steuerung. Weil der Unterschied ist, dieser Kompressor läuft auf 2000 bis 3500 Umdrehungen. Und hier in der GET drin haben wir einen Kompressor, der geht bis 4.500 Umdrehungen oder 4.400 Umdrehungen und hat durch das viel mehr Leistung, Förderleistung, durch das auch mehr Kälteleistung. Und hier haben wir ein Kältemittel R134A drin. In der gewerblichen Kälte wird das zum Beispiel verwendet, nur für Kühlung. Tiefkühlen kann man damit nicht, und in der Box ist ein Kältemittel drin, R290, das ist ein richtiges Tiefkühlkältemittel, dass wir auch Leistung hinkriegen. Ja, ich verlinke euch unten im Beschrieb das Datenblatt von diesem Kompressor, der hier drin ist, denn wir jetzt Kompressoren haben wir, aber nicht die Steuerung, nützt auch nichts. Und hier oben mache ich euch einen Link über die B46S, also eine Standardkühlbox. Und wir haben jetzt noch ein paar so Geräte am Lager. Und dann ist fertig. Ich wünsche euch einen schönen Tag.